Selbst der verstorbene Herausgeber des Nachrichtenmagazins Der Spiegel, Rudolf Augstein, schrieb im Januar 1985 und Sie finden den Link in der Infobox. Ob die Anti-Hitler-Verbündeten weniger Verbrechen begangen hatten als Hitler, steht gar nicht fest. Angefangen mit Menschheitsverbrechen hatte jedenfalls 1928 Stalin. Augstein ist ja nun kein Rechtsextremer, kein ewig Gestriger gewesen, sondern Gründer des Nachrichtenmagazins Der Spiegel, das er doch mal als Sturmgeschütz der Demokratie bezeichnete. Und wer war dieser Stalin? Er war der Diktator der Sowjetunion von 1927 bis zu seinem Tod im Jahr 1953. Wie die Kommunisten an die Macht kamen, erläutere ich gestützt auf Kapitel 4 meines Buchs Fremdbestimmt in einem anderen Video. Aber nachdem die Kommunisten die Macht übernommen hatten, hat der große US-Konzern General Electric, der zum Imperium von J.P. Morgan gehörte, die Elektrifizierung der Sowjetunion vorgenommen. Und vielen von Ihnen wird der Name Zbigniew Brzezinski doch etwas sagen. Er war von 1977 bis 1981 nationaler Sicherheitsberater des US-Präsidenten Jimmy Carter. Und dieser Mann schrieb 1970 in seinem Buch Between Two Ages auf Seite 56, für beeindruckende Beweise für westliche Mithilfe in der frühen Phase des Wirtschaftswachstums der Sowjetunion, siehe Anthony C. Suttons Buch Western Technology and Soviet Economic Development, in dem dargelegt wird, dass die wirtschaftliche Entwicklung der Sowjetunion in den Jahren 1917 bis 1930, Hitler kam ja 1933 im Januar an die Macht, im Grunde komplett auf westlicher Technologiehilfe basierte und dass mindestens 95% der gesamten Industrie diese Hilfen erhielt. In meinem Buch finden Sie einen kostenlosen Download-Link zu diesem Buch von Zbigniew Brzezinski, wie auch zu dem Buch von Professor Anthony Sutton, damit das jeder von Ihnen überprüfen kann. Ohne diesen Technologietransfer des Westens, allen voran der USA und Großbritanniens, wäre die beispiellose Aufrüstung Stalins, der 1928 ja mit den Verbrechen anfing, in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts nicht möglich gewesen. Stalin hatte die Friedensstärke der sowjetischen Armee von rund 632.000 Soldaten Anfang 1930 bereits bis zum März 1933 auf rund 900.000 Soldaten erhöht. Da war Hitler gerade mal 2 Monate im Amt. Und 1936 waren es bereits über 1,22 Millionen. Im Februar 1939 über 1,93 Millionen. Und bereits im Oktober 1941 war in der New York Times zu lesen, die Russen hatten sich auf den totalen Krieg länger vorbereitet als die Deutschen. Mit einer Effizienz, die die Nazis erstaunt, haben sie mechanische Ausrüstung in enormem Ausmaß angehäuft. So bereits im Oktober 1941, wenige Monate nach Beginn des Kriegs des Deutschen Reichs gegen die Sowjetunion in der New York Times. Und in der Tat, ich zeige Ihnen mit seriösen Quellen, dass bei Beginn des Unternehmens Barbarossa, als die deutsche Wehrmacht die Sowjetunion angriff, nämlich am 22. Juni 1941, die Sowjetunion stolze 24.000 Panzer besaß. Selbst das Militärgeschichtliche Forschungsamt unserer Bundeswehr schreibt in diesem Buch, was sich mit anderen Quellen deckt, wie Stalin dem Berater des amerikanischen Präsidenten Hopkins gegenüber erklärte, besaß die Rote Armee zu Beginn des deutsch-sowjetischen Krieges 24.000 Panzerkampfwagen, eine Aussage, die durch die Produktionszahlen bestätigt wird. Wir wissen das heute alles. Die deutsche Wehrmacht kam damals nur auf 3.648 Panzer, von denen aber nur 979 Panzerkampfwagen 3 und 444 moderne Panzerkampfwagen 4 waren. Die anderen waren veraltet. An der Stelle will ich nur mal kurz erwähnen, dass unser erster deutscher Bundeskanzler Konrad Adenauer, er amtierte von 1949 bis 1963, den Angriff auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 für einen gerechtfertigten Präventivkrieg hielt. Darauf verwies der schon gerade erwähnte, bekannte ehemalige Spiegel-Herausgeber Rudolf Augstein im Jahr 1998 und auch das können Sie alle überprüfen. Bundespräsident Steinmeier und Bundesaußenminister Maas haben meiner Meinung nach nicht das Format früherer deutscher Politiker wie Konrad Adenauer. Wer Stalins Aufrüstung möglich machte, wissen wir nun. Und gleich zeige ich, wer Hitler Deutschland bei der Aufrüstung half. Hier halte ich ein Buch der Harvard University Press von Professor Burton Klein aus dem Jahr 1959 in der Hand.
Dieser Professor hatte Zugang zu allen Dokumenten, die die USA über die Rüstungsproduktion des Deutschen Reichs während des Zweiten Weltkriegs und davor beschafften. Und was ich Ihnen hier neben mir einblende, finden Sie in einer im Internet zugänglichen Originalabschrift, die die ersten 18 Seiten von insgesamt 272 Seiten dieses Buches wiedergibt. Interessanterweise nur die ersten 18 Seiten. Aber gut, Sie finden in der Infobox zum Video bereits einen Download-Link zu diesen 18 Seiten. Und das, was ich Ihnen jetzt vorlese, das finden Sie auch auf diesen 18 Seiten. Demnach hatte Deutschland bis 1936 in der deutschen Übersetzung keine Pläne für einen raschen Aufbau einer Angriffsarmee. Und der Professor schreibt, zweifellos sei die Entscheidung über eine zweite Phase der deutschen Aufrüstung ab Sommer 1936 von Berichten des deutschen Geheimdienstes über die Stärke der russischen Armee von fast 1 Million geprägt gewesen. Tja, dass dies keine Einbildung war, zeigte ich gerade bereits. Und es ergibt sich aus höchst seriösen Geschichtstatsachen, die uns heute vorliegen. Heute denkt man ja, dass der deutsche Diktator vom ersten Tage an von der Eroberung der Welt träumte. Aber ich zeige Ihnen neben mir aus dem Buch von Borten Klein eine Tabelle. Ich halte hier wieder das Buch in der Hand. Sie sehen hier wieder die Seite Harvard University Press 1959, Professor Borten Klein. Und nun werde ich mich auf die Kamera zubewegen. Hier sehen Sie eine Tabelle. Sie sehen, dass die Rüstungsproduktion des Deutschen Reichs im ersten Quartal 1940 mit 100 indexiert wurde. Im Mai 1940 begann dann der Angriff auf Frankreich, das dem Deutschen Reich ja im September 1939 mit Großbritannien den Krieg erklärt hat. Im zweiten Quartal 1940 stieg die Rüstungsproduktion stark an. Natürlich, ne, wenn sie Krieg führen. Aber im dritten und vierten Quartal 1940 wurde die Rüstungsproduktion deutlich heruntergefahren. Der Grund war nicht, dass wir nicht genügend Arbeiter in den Rüstungsbetrieben gehabt hätten oder es einen Mangel an Rohstoffen gegeben hätte. Nein, ich zeige Ihnen eine Seite, ich schlage einfach eine Seite weiter. Und Sie sehen hier, wo ich hin zeige, etwas, nämlich Hitler ordered a general cutback in munitions production and a resumption of some types of civilian luxury goods production. Also auf Deutsch, Hitler orderte eine allgemeine Drosselung der Munitionsproduktion und die Wiederaufnahme einiger Arten von ziviler Luxusgüterproduktion an. Alles hier in diesem Buch. Leider sind ja nur die ersten 19 Seiten für Sie zugänglich. Machen Sie das, also die Rüstungsproduktion runterzufahren, wenn Sie im Juli 1940 von der Weltherrschaft träumen und bereits im Juni 1941 freiwillig die Sowjetunion angreifen wollen? Lieber Herr Bundespräsident, lieber Herr Bundesjustizminister, darüber würde ich gerne öffentlich mit Ihnen diskutieren. Auch darüber, was Sie mit dieser Art von Geschichtserinnerung Ihrem eigenen Volk antun. Und jetzt kommen wir doch zur Frage, wer den Nazis bei der Aufrüstung half. Bereits Mitte 1934 kam es zum sogenannten Röhmputsch, bei dem hunderte Menschen ohne Gerichtsverhandlung ermordet wurden. General von Schleicher, der deutsche Reichskanzler bis zum 30. Januar 1933 und damit der unmittelbare Amtsvorgänger Hitlers, wurde dabei auch ermordet. In Großbritannien und in den USA interessierte dies anscheinend niemanden. Denn die Rüstungsgeschäfte mit Nazi-Deutschland nahmen erst richtig Fahrt auf. Der US-Botschafter in Berlin von 1933 bis Dezember 1937, William Dodd, trug am 19. September 1934 in sein Tagebuch ein, eine Fassung aus dem Jahr 1942 liegt mir hervor, dass er Hjalmar Schacht, Reichsbankpräsident und seit dem 30. Juni 1934 auch der Reichswirtschaftsminister, auf die Lieferung von qualitativ hochwertigen Flugzeugmaschinerie gegen 1 Million Dollar in Gold von amerikanischen Personen angesprochen haben. Naja, und zunächst hätte Schacht verneint, aber als dort dann ein Dokument hervorkramte, musste Schacht dann doch das alles bestätigen. Und am 19. Oktober 1934 notierte Dodd in seinem Tagebuch, er habe den britischen Botschafter besucht und ihm berichtet, der berühmte britische Hersteller von schweren Geschützen, Panzerplatten und von Kriegsschiffen namens Armstrong Vickers habe Kriegsmaterial eine Woche zuvor an Deutschland verkauft. Alles nach der Ermordung hunderter Menschen im Sommer 1934 beim sogenannten Röhmputsch. Interessant, oder? Und der US-Botschafter in Berlin beklagte sich in einem Brief an den damaligen US-Präsidenten Franklin Delano Roosevelt am
19. Oktober 1936, also schon 2 Jahre weiter darüber, dass mehr als 100 amerikanische Firmen in Deutschland mit dortigen deutschen Firmen bestens zusammenarbeiten würden. Er berichtet, wie die Standard Oil Company von den Rockefellers, die ja in meinen Videos und in meinen Büchern immer wieder vorkommen, im Dezember 1933 $2 Millionen nach Deutschland geschickt habe. Wir blenden Teile des Briefes neben mir einmal ein. Wenn Sie sie lesen wollen, nutzen Sie dann bitte die Standbildfunktion für das Video. Und ohne wichtige US-Öllieferungen und die Hilfe bei der Kohleverflüssigung hätte das Deutsche Reich damals überhaupt nicht Krieg führen können. Durch diese US-Hilfe konnten wir aus deutscher Steinkohle synthetisches Öl herstellen, die sogenannte Kohleverflüssigung. Und selbst die ARD, die zumindest noch vor vielen, vielen Jahren auch mal noch gute Momente hatte, berichtete 2011 über US-Öllieferungen und dass diese selbst nach Kriegsbeginn 1939 erfolgten. Dazu kam der Historiker Tobias Jersak zu Wort. Ich nutze hier das Zitaterecht und wir zeigen Ihnen da mal einige Wortfetzen. Tobias Jersak hat in einem Artikel in der FAZ, den ich auch in meinem Buch abbilde, etwas noch dazu geschrieben. Nämlich, dass selbst einen Monat nach Beginn des Russlandfeldzugs, haben wir gerade schon darüber gesprochen, am 22.1941, amerikanisches Motoröl in Deutschland ankam. Er nennt sogar konkrete Zahlen. Demnach kamen selbst im Oktober 1941 72% der jeweiligen Einfuhren an Motoröl aus den Vereinigten Staaten. Die US-Regierung ließ zu, wie Standard Oil überhaupt erst die synthetische Ölproduktion des Deutschen Reichs ermöglichte. Und sie ließ Öllieferungen selbst noch im Oktober 1941 zu. Am 22. Juni 1941 begann, wie gesagt, das Unternehmen Barbarossa. Und die deutsche Wehrmacht überschritt die Grenze zur Sowjetunion. Wenn Deutschland gewinnt, sollten wir Russland helfen. Wenn jedoch Russland siegt, sollten wir Deutschland helfen. Lass sie sich doch gegenseitig so weit wie möglich ausrotten. Das sagte kein anderer als Harry Truman, US-Präsident von 1945 bis 1953, laut der New York Times am 24. Juni 1941. Selbst die genaue Seitenzahl können Sie meinem Buch entnehmen. Und genau nach diesem Motto von Harry Truman wurde doch gehandelt. 3 Jahre lang herrschte ein schrecklicher, kräftezehrender Kampf mit entsetzlichen Menschenopfern im Krieg Deutschlands gegen die Sowjetunion. Mit unglaublichen Opfern von Deutschen und Russen. War es nicht genau dieser Abnutzungskrieg, den sich Harry Truman wünschte? Und vermutlich stand er damit nicht allein in England und den USA. Und erst als der Sieg der Roten Armee auch ohne zweite Front im Westen absehbar war, es also drohte, dass Stalin bald ganz Europa besetzen könnte, kam es zur Landung in der Normandie am 6. Juni 1944. Und erst mit diesem Tag begannen britische und US-Bomber die Ölproduktionsanlagen des Deutschen Reichs anzugreifen. Jetzt zeige ich dazu ein Schaubild, welches uns eindrucksvoll vor Augen führt, dass der Krieg viel früher hätte enden können.